Okay, was? Das war seltsam. Wer sich mit Shepard anlegt, kriegt es mit mir zu tun. Kannst du ja aussuchen, was schlimmer ist. Ich oder der Korganer. Okay, ich schaue erstmal hier hinten kurz, ob es da was gibt. Nein. Ah, hier gibt's aber was. 2183 CE. Schlacht um die Citadel. Sovereign. Angriff des Geth-Schlachtschiffs. Kammer X. Ach so. Dass schon in den ersten Minuten des Angriffs der Sakara-Bezirk nahezu vollständig zerstört wird. Unterbrechung. Spectre-Status erkannt. Commander Shepard. Die folgenden Informationen unterliegen der Geheimhaltung. Ah, okay. Der unbekannte Aggressor ist vermutlich ein Reaper, der beim Angriff auf die Citadel Hilfe von dem abtrünnigen Spectre Saren erhält. Der Reaper Sovereign wird von der 5. Flotte zerstört. Das finde ich natürlich auch cool, dass sie hier ein Scheinarchiv haben für alle, die die Freigabe nicht haben. Macht mal, dann sehen wir weiter. Der Proteaner hingegen macht keine derartigen Zusagen. Schön, dass Jarvik mittlerweile auch ein bisschen Spaß versteht. Kroganischer Todesschuss! Probier's jetzt nochmal. Ich hoffe, eines Tages auch über Kampffähigkeiten zu verfügen. So wie ihr. Commander. Ich habe 18 bislang unbekannte historische Ereignisse katalogisiert. Okay. Cool. Was ist das Ziel, Griff? Es sucht nach einer geheimen Kammer und wollte nicht gestört werden. Es wollte nicht gestört werden, ist schön. Ich habe es mit Ihnen verwechselt. Ernsthaft? Spür sie wieder auf. Blöde Maschine. Cliff ist super. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Cliff wird schon sein Zeug machen, der wird uns schon helfen. Denke ich mal. Großartig. Von einem Witz zum nächsten Jahr eigentlich, wie wir hier durchziehen. Finde ich super. Also sowas hat eigentlich mal gefehlt, dass sie sich mal wirklich überhaupt nicht ernst nehmen in dem DLC. Gut, ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt hin muss. Ja, Ziel finden ist schön, aber wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Ach, hier hinten vielleicht. Das würde Sinn machen. Komm, Griff, weiter geht's. Auf nach unten. Bis gleich. Bis gleich oder bis bald. Kannst du dir aussuchen. Bis gleich ist aber auch gut. Ich denke mal, jetzt wird's wohl gleich zum Finale kommen, oder? Oh. Atlas auf dem Steg. Ja, ich sehe schon. Moralisch ist nett, wie wär's denn mit tatkräftig? Hier ist ein 800 Pfund schwerer Kroganer, der für die Nüsse... Hier ist Harry 1, greife den Shepard an! Hören Sie ihn in den... Ach komm schon! Er versucht von seinen Freunden zu helfen und schon kämpft man gegen den Kernzettel. Danke Leute! Als ob ich vor dem Dings Angst habt. Vor sowas hab ich doch nicht Angst und ich hab bloß meine Pistole dabei. Oh, ich hab bei mir vergessen die Bewaffnung zu ändern. Das ist natürlich schlecht. Okay, schießen wir mal ein bisschen mit der Pistole auf den Atlas. Warum nicht? Kann man noch mal probieren. So. Problem erledigt. Bringt mir den richtigen Feind. Ich liebe es, wenn diese Dinger explodieren. Ja, außer wenn ich daneben stehe, dann nicht so. So. Weiter geht's durch das riesige Archiv. Mal sehen, ob sie noch ein paar Atlanten haben, die sie uns entgegenwerfen wollen. Commander, eine größere Gruppe Soldaten, die sich Razor-Trupp nennt, ist direkt vor uns. Na, vielleicht sind die ja mal eine größere Herausforderung. Außerdem habe ich in Kammer 347b ein Paarungstotem der Elfen. Wo bist du denn hin, Das ist wichtig. Ein Paarungstotem der Elfen. Grandios. Wer sich mit Körper anlegt, kriegt es mit mir zu tun.
zu tun. Wie wär's, wenn Sie zur Abwechslung was treffen? So, klauen wir mal ein paar Schilde hier. Jetzt kann's losgehen. Achtung, feindliche Soldaten. Ihre Chance, diese Kontakte zu verhindern, liegt bei lediglich 0,04%. Wo haben wir denn hier meinen Gegner? Ich habe keinen Gegner mehr gefunden. Tut mir leid. Die 0,04% haben gereicht. Shepard ist tot. Lang lebe der andere Shepard. Okay, dann machen wir den Razor-Trupp gleich nochmal platt und ich möchte natürlich unbedingt das Paarungstotem der Echo sehen. Außerdem habe ich in Kammer 347 ein Paarungstotem der Echo entdeckt. Faszinierend. So. Du kannst dich verabschieden. Okay, wieder mal Operation Schildklau. Wie wir es vorhin auch schon hatten. Wieso habe ich den denn nicht erwischt? Hallo? Wer weiß. Ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht jetzt. Es war sehr seltsam. Also manchmal ist es echt seltsam mit dem Frontalangriff, dass man dann nicht draufgehen kann, ne? Oh ja. Onkel Erdnott hat ein Geschenk für dich. Haben wir noch jemanden? Ach hier. Ich glaube, zum Ruhestandspaket kommt's nicht mehr. Sieht aus, als wär's das gewesen. Sieht aus, als hätte ich mal wieder jedem den Arsch gerettet. Ach, Rex. Und Mako, weiter vorrücken. Klar, ich würde mich gerne erstmal übergeben, falls keiner was dagegen hat. Immer mach, aber bitte nicht mir auf den Kopf. Stehen die tatsächlich da oben? Oh ja, Javik. Na gut, ziehen wir mal weiter. Shepard, ich komme. Ziel eliminieren. Wir sind endlich da. Wie es aussieht. Gibt's hier noch irgendwas Schönes für mich? Scheinbar nicht. Gut, dann eliminieren wir mal. Ihr anderes Ich möchte, dass ich eine Nachricht an Sie weiterleite. Shepard, sparen Sie sich die Mühe. Sobald ich habe, weswegen ich hier bin, sind Sie ohne Bedeutung. Los, Drohne. Übermitteln. Ja, 710 CE. Kroganische Genophage. Freisetzung. Kammer T101. Wir haben unsere Befehle. Die Freisetzung der Genophage gegen die Kroganer wurde autorisiert. Nicht von meiner Regierung. Ihre Regierung hat sie erfunden. Wozu soll eine Waffe gut sein, wenn man sie nicht einsetzt? Sergeant Tavis, fesseln Sie ihn. Lautet unser Befehl wirklich so, Sir? Das ist Genozid. Sergeant Haut, fesseln Sie beide. Ich drücke selbst auf den Knopf. Eines Tages, Salarianer, werden Sie uns dankbar sein. Freisetzung beginnt. Tja, und am Ende war es die salarianische Dalatras, die sich dagegen gestellt hat, das rückgängig zu machen. Aber ist natürlich super, diese Logik, ne? Wofür ist eine Waffe gut, wenn man sie nicht einsetzt? Es gibt auch Abschreckungswaffen. Okay, da hinten wird gut geballert. Kroganische Genophage. Kennen wir schon, haben wir schon gesehen. Keine Erinnerung hier? Schade. Und wo ist jetzt das Paarungstotem der Elko? Ja, 693 CI. Erster Spectre. Rekrutierung von Belo Gurji. Kammer S1. Belo Gurji. Sie werden beschuldigt, 30 Zivilisten als Köder benutzt zu haben, um ihr Ziel herauszulocken und zu ermorden. Ich wusste, dass Sie überleben würden. Vermutlich. Sie werden freigelassen. Der Rat möchte, dass Sie eine neue Spezialgruppe für Taktik und Aufklärung einrichten. Ein Bürojob? Nein, danke. Das ist kein Bürojob. Spectres werden die Besten der Besten sein. Sie sind vor Strafverfolgung geschützt und unterstehen nur dem Rat.
Und Sie werden der Erste sein. Das dürfte so ziemlich das beste Jobangebot der ganzen Galaxie sein. Ich bin dabei. Ja, davon kannst du ausgehen. Ich glaube, ein besseres Jobangebot für einen wie dich gibt's nicht. Der Nächste, der das sagt, ist gefeuert. Anscheinend ist der andere Commander ziemlich cholerisch. Kollateralschäden sind ihm gleichgültig. Ich glaube, bei dem ist das schiefgegangen bei der Rekonstruktion. Unbekannt. Herkunft Erde. Was? Herkunft Erde? Herkunft Erde. Frühes religiöses Artefakt. Kammer E28. Okay. Kriegen wir aber nicht zu sehen. Schade. Wirklich schade, dass diese Wissenschaftler sterben mussten. Ich hätte gerne mit Ihnen über das Paarungstotem der Elkor gesprochen. Glyph hat's nicht vergessen. Warten Sie bitte auf das Eintreffen der Sicherheitskräfte. Ah ne, hier geht's wieder hoch, oder? Ziel eliminieren? Achso, der ist oben. Na dann. Hey, Emma, wir sind unterwegs zur nächsten Ebene. Was ist Ihre Position? Emma, hören Sie mich? Da ist die Hammer. Deckung. Wir versuchen einen Weg frei zu machen, Commander. Hammer ist schon vorgerückt. Wartet mal kurz. Wollen wir nicht zusammen machen und so? Wie wär's denn damit? So, weg mit dir. Ihr dürft. Ups, gar nicht getroffen. Sauerei. Na gut. Und? Wer ist jetzt die Leiche? Wer lacht denn hier so komisch? Kroganischer Todesschuss! Wir zurück, dass es so bleibt. Wir unternehmen für alle Asari diesen Schritt, der das Schicksal unseres Volkes für immer verändern wird. Die Kreaturen, die uns begrüßen, scheinen harmlos und unfähig zur Kommunikation zu sein. Ihre Intelligenz ist unbekannt. Erste Beobachtungen zeigen, dass ihre Aufgabe anscheinend bewahrenden Charakter hat. Wir beginnen mit unserer Erkundung. Wir sehen den Klon, Shepard. Mako rückt vor. Ja, ich muss noch eine kleine Geschichtsstunde machen, während ihr schon mal vorrückt. Dass Garrus, Garrus auch, aber vor allem Rex immer so rumschreien muss, da versteht man doch gar nichts hier im Archiv. Team Mako, wir sind hinter Ihnen. Wie ist Ihr Status? Auf uns wird es! Mako, wo sind Sie? Irgendwo vor uns wahrscheinlich. Ich schau mir das erstmal an hier. Jahr 2183 CE. Beratungen über den ersten Spekter der Menschen. Kammer SH1. Commander Shepards aktuelle Erfolge stehen außer Frage. Aber der Rat hat keine Informationen über seinen Hintergrund. Shepard wurde in einer klassischen Militärfamilie geboren und wuchs auf verschiedenen Allianzposten auf, bis er sich mit 18 verpflichtete. Gibt es etwas aus Shepards Militärakte, das Sie besonders hervorheben möchten? Schon früh in seiner Laufbahn überlebte Shepard allein den Angriff eines Dreschlunds, bei dem seine ganze Einheit fiel. Seine Stärke und sein Mut sind einzigartig. Danke für Ihre Präsentation und an alle, die hier gesprochen haben. Der Rat wird seine Entscheidung bezüglich der Eignung von Commander Shepard als Spectre noch heute bekannt geben. Super. Ja, hat ja funktioniert. Wir sind ja am Ende aufgenommen worden in den Druck. Wie ist Ihr Status? Ihr anderes Ich stört unseren Funkverkehr. Ja, ich merke schon. Oh, diese Tussi. Wo bist du denn? Wunderbar. Wo ist denn hier drüben? Das heißt nichts Gutes. Brooks, die Kammer schließt uns ein. Gibt's ein Override? Ich sehe keinen. Cortez? Brooks? Hören Sie mich! Sind Sie auf dieser Frequenz? Die Kurzantwort lautet nein. Sind Sie nicht. Die lange Version lautet, dass Ihre Freunde in Iridium-Kammern festsitzen und vergessen werden. Für immer. Andere wissen davon. Von Ihnen. Die Allianz wird Sie aufhalten.
Was denken Sie, Analystin Brooks? Wird die Allianz uns aufhalten? Keine Ahnung. Ich arbeite gar nicht für sie. Tja, deshalb war sie so unangenehm. Weil sie nur gespielt hat. Die war sowieso schon von Anfang an irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Na gut. Wer sind Sie? Und glauben Sie wirklich, dass ich Sie nicht erwische? Mein Name ist unwichtig. Ich behalte keinen länger als ein paar Tage. Und wenn der Unbekannte mich nicht findet, schaffen Sie es auch nicht. Sie sind Cerberus? Ich war. Mr. Unbekannt und ich waren nicht einer Meinung. Er ist ein skrupelloser Irrer. Ich bin nur skrupellos. Warum haben Sie mir keine Zusammenarbeit vorgeschlagen? Haben wir doch. Ich habe die ganzen Dossiers für Ihre Selbstmordmission zusammengestellt. Die Kollektorenbasis? Der Salarianische Doktor, die Asari Justikarin, der Turianer. Schön, Sie endlich zu treffen, Archangel. Angenehm. Das waren alles Fehler. Wir waren eine Pro-Mensch-Gruppe, die Aliens um Hilfe bat. Ich habe einfach gewartet, bis ich ein anderes Sie fand, das meiner Meinung war. Ich weckte ihn auf. Was sollte das Ganze? Eigentlich wollten wir nur Ihren Spectre-Code. Da ist Shepard! Spectre-Zugriff erteilt. Aber dann überlebten sie den Anschlag und setzten ihre verdammte Asari ein. Ich musste neu kombinieren. Der Waffenhändler. Elijah, ich bin's. Wir müssen reden. Was zum Teufel ist los? Wenn diese Waffen zu mir zurückverfolgt werden... Oh! Werden sie nicht. Aber dann hätte ihr Sexbot ja die Daten wiederherstellen müssen. Und jetzt sind wir ja hier und dämmen das Problem ein. Sexbot finde ich schön. Na gut, dann wissen wir ja, wer die eigentliche Drahtzieherin ist. Und dann wissen wir auch, warum Shepard so mies drauf ist, weil er einen miesen Charakter von ihr eingeimpft gekriegt hat. Ich meine, es ist ja nur das körperliche Material, was er hier hat. Es ist ja nicht direkt der Geist drin. Eine Warnung. Den Verrat an uns hat noch niemand überlebt. Und trotzdem versuchen es alle dauernd. Sie beide halten sich für schlau. Und das waren sie auch. Ein bisschen. Aber das reicht nicht. Und ja, ich mag hier drin gefangen sein. Aber Vorsicht, denn das Fadenkreuz auf ihrem Rücken wird mit jeder Sekunde größer. Das klingt sehr dramatisch. Und wenn mir jemand wie Commander Shepard drohen würde, wäre ich besorgt. Aber Sie sind nicht Shepard. Nicht mehr. Sie hatten Miranda, ich habe Sie. Meine hat mehr Biss. Es war schön, solange es andauerte. Was machen Sie da? Dinge in Ordnung bringen. Erinnern Sie sich? Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Nur haben Sie irgendwo unterwegs Ihre gesamte Spezies vergessen. Sie haben mehr Aliens das Leben gerettet als Menschen. Ja, aber der Spectre ist nicht bloß den Menschen unterstellt, sozusagen. Der ist für das Wohl aller da. Die Spezies ist mir egal. Jedes Leben zählt. Aber vielleicht kann ein Klon das nicht verstehen. Das Einzige, was man nicht duplizieren kann, ist der Handabdruck. Das Leben formt ihn, nicht die DNA. Was ein Problem ist. Computer, Ratsakten aktualisieren. Subjekt, Shepard. Menschen, Spectre. Aktenzugriff. Bitte neue Daten eingeben. Biometrische Daten aktualisiert. Guten Tag, Commander Shepard. Und jetzt entschuldigen Sie mich, die Norman, die braucht ihren Captain. Ich sollte gehen. Leben Sie wohl, Commander. So sterben also Legenden.
helfen Sie mir. Haben wir früher bei solchen Sachen nicht immer gewonnen? Ich sollte gehen. Klinge ich wirklich so? Solange ich Sie kenne, schon. Haltet mich für pingelig, aber sollten wir uns nicht Sorgen machen wegen der Kammer, in der wir jetzt für immer eingeschlossen sind? Warum hat mir das noch niemand gesagt? Dabei ist Feedback so wichtig. Also, ich dachte, das sagen alle Menschen. Ein seltsamer Brauch der Erde oder so. Luft ist hier drin auch nicht viel. Eine Stunde, mit viel Glück. Vielleicht, ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Und sonst haben Sie keine Sorgen, Shepard? Hm? Oh, Glyph, bist du noch da? Jawohl, Commander. Mach das Ding auf und such die anderen. Niemand stiehlt mein Schiff. Nicht mal ich.